Ja, hallo, wir sind beim 6. Dezember, Nikolaus, und wir haben uns da was ganz Besonderes ausgesucht. Wir haben eine lokale Brauerei besucht, Orca Brau, ganz wichtig, nicht Bräu, sondern Brau, in Nürnberg, ganz am nordwestlichen Zipfel eigentlich, also wirklich direkt an der Stadtgrenze. Und der Felix schenkt gerade schon eins seiner Biere ein und kann ein bisschen was zur Brauerei erzählen. Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin der Felix. Orca Brauer gibt es seit jetzt fast 5 Jahren. Wir sind mittlerweile, sagt man, im Drei-Städte-Eck Fürth, Erlangen, Nürnberg, tatsächlich mit einem Knoblauchsland. Ja, haben hier eine kleine Brauerei aufgebaut in den letzten 5 Jahren, mittlerweile ein bisschen größer geworden. Brauen die verschiedensten Bierstile, also angefangen tatsächlich von einem klassischen, traditionellen Landbier mit historischem Braumalz, in Bio auch noch, hin zu modernen IPAs, aber auch kreative Biere, Fasslagerungen, Sauerbiere, also wir machen so durch die Bank alles, was uns Spaß macht, was Freude macht und was dem Bier diesen Begriff Vielfalt gibt und Kreativität, und das macht uns sehr viel Freude. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wir sind ganz gespannt, haben jetzt hier mit der neuen Brauanlage eben, die seit einem Jahr in Betrieb ist, auch einen großen Wachstumsschritt gemacht und freuen uns auf eine bierige Zeit in den nächsten Jahren hier in Nürnberg. Und ja, haben jetzt hier im Glas unser Local IPA, in Bio gebraut, eigentlich ausschließlich, oder nicht eigentlich, sondern gebraut ausschließlich mit regionalen Hopfensorten. Kommen alle aus Gräfenberg vom Biohof Friedrich, was wir auch ganz cool finden. Da können wir direkt hinfahren, können wir mit den Leuten vor Ort quatschen, uns den Hopfen aussuchen, in Anführungszeichen. Und das ist irgendwie total schön auch. Weiß nicht, ob du vielleicht drauf kommst, dass so ein Hopfen drin ist. Ja, ich wollte gerade sagen, es steht nicht drauf. Ja, ist schwierig auch, ne? Das zu erraten. Ja. Nein, ich weiß, dass er selber Cascade anbaut hier, aber das wird wahrscheinlich nicht sein, oder? Doch, da ist auch Cascade drin. Genau, also wir haben Hallertauer Cascade. Okay. Auch tatsächlich, weil es so der Lieblingshopfen ist vom Friedrich, das ist auch ganz schön. Mandarina Bavaria ist auch mit drin und noch so ein bisschen Ariana. Ariana, okay, das ist ja auch einer der neuen. Genau, also diese Mischung halt so in verschiedenen Verhältnissen. Ja, also ich bin mal ein Mandarina Bavaria in der Nase ein bisschen gehabt zu haben. Ich habe aber auch das Übergärige ein bisschen von der Banane. Zum Wohl. Kann nicht so lange ein Glas in der Hand halten, ohne zu trinken. Finde ich gut. Ja, Cascade natürlich auch. Du hast schon dieses, diese West Coast Stilistik hast du schön drin. Das Schöne ist, dass die Sachen, die ganzen Hopfen wunderbar integriert sind. Es ist nicht so, dass sie lang auf der Zunge bleiben, dass sie lang irgendwie nachhängen, sondern dass alles sehr harmonisch ist. Du hast dieses Amerikanische, du hast es aber auch ein bisschen zugenommen, so wie diese Trinkigkeit ist da. Hm? Ja. Schön runde Fruchtigkeit, also richtig schönes, ausgewogenes IPA. Macht Spaß und ja, wir können euch nur empfehlen, selber vorbeikommen, in der ausgesuchten Gastronomie schauen, wo es gibt. Und ja, ein weiterer Tipp für Nikolaus. Ganz toll. Super. Hier der Malzgeruch in der Luft. Also jetzt bräuchte man mal wieder Video mit Duftnote. Richtig, die Brauanlage läuft im Hintergrund. Macht so ein bisschen gemütlich warm. Genau. Schön, Nikolaus. Zum Wohl, Prost.